Hallo! Ja, jetzt sehe ich super cool aus. Ich komme gerade aus der Badewanne und nachdem ich hier eh spontan so hier sitze, habe ich gedacht, ich könnte mir doch mal ein schönes Gesicht verpassen. Hallo Carola, wie gefällt dir mein Make-up? Ja, ich war gerade in der Badewanne und ich hatte spontan die Idee, dass wir jetzt eine 3-Tage-Selbstbild-Challenge machen. Hallo Katrin. Und zwar, wenn man solche Ideen hat, dann muss man sie sofort umsetzen. Und was habe ich mir dabei gedacht? Selbstbild-Challenge. Es ist so, so wichtig, dass wir ein gutes Selbstbild haben. Dass wir über uns genau das denken, dass wir uns genau so sehen als die Person, die, mit der wir sozusagen unser Leben teilen wollen. Also, und sich hier wirklich mal klare Gedanken zu machen, und zwar in der Jetzt-Realität, also wirklich genau so, wie ich es jetzt haben will, dass ich mich selber sehe, dass ich mich fühle, dass ich mich verhalte. Diese Vorstellungen und Gedanken, die müssen uns ganz, ganz sonnenklar werden, damit sich die Realität dann zeigen kann für die Person, die wir sein möchten. Und uns diese Klarheit zu verschaffen, deswegen möchte ich, dass wir zusammen, wer Lust hat, diese Challenge machen. Und zwar für morgen. Die erste Aufgabe, ich werde es natürlich auch machen. Jeder postet ein Foto von sich und schreibt dazu: Ich bin. Ja, und ihr könnt dazu wirklich, egal was jemals war, egal was andere Leute jemals in euch gesehen haben, ihr schreibt dorthin, wer ihr seid für euch. Auch wenn ihr euch jetzt noch nicht so fühlt, wenn ihr auch jetzt noch nicht so verhalten habt, egal. Ich bin eine finanziell freie Frau mit einem fitten, vitalen, wunderbaren Körper, den ich unglaublich liebe. Ich bin absolut erfolgreich in dem, was ich tue, zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, oder? In meinem so und so Business, ich habe diesen und jenen Preis gewonnen und ich werde von meinem Mann auf Händen getragen. Wir gehen 5-mal im Jahr spontan in Urlaub. Unser Lifestyle ist folgender oder mein Lifestyle ist dieser und jener. Ich liebe wunderbare, teure Schuhe. Das sind alles nur Beispiele. Ich muss mir für mich selber auch noch morgen Gedanken machen für mein Foto und für mein Selbstbild. Ich bin ist ganz wichtig. Es fängt an mit Ich bin und es geht am besten in eure Lebensbereiche, die euch wichtig sind, in eure Beziehungen. Ich bin Mutter von so und so vielen Kindern. Ich mache das und das. Egal, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, einfach so, wie du es haben willst. Und auch natürlich noch plus Gefühle. Ich fühle mich dabei. Ich fühle mich in meinem Business. Ich fühle mich in meiner Beziehung. Ich fühle mich überhaupt in meinem Leben. Und so weiter und so fort. Wirklich diese klare Ansage zu machen, dem Universum, ich als Schöpfer bin so und so in diesem Leben, das ist meine Entscheidung. Ich entscheide jetzt, was ich sein will, wer ich sein will und wer ich bin. Und morgen mache ich euch noch ein weiteres Video. Es geht alles zum Thema Selbstbild. Und nach diesen 3 Tagen am Samstag soll uns sonnenklar sein, als wer wir durchs 2020 gehen. Und nichts kann uns davon abbringen, dass wir uns so fühlen. Und selbst wenn uns eine Tonne Asche über den Kopf geschüttet wird, dann gehen wir als diese Persönlichkeit dort aus dieser Situation heraus. Und ich freue mich riesig drauf, auch für mich selber. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele von euch mitmachen. Und
Ja, wünsche ich euch in diesem Sinne einen wunderschönen Abend als Inspiration. Wenn ihr Impulse habt, wenn ihr Gedanken habt, wartet nicht drüber, denkt nicht drüber nach, ja, mache ich dann und dann, mache ich, wenn ich fertig bin, mache ich, hätte ich jetzt denken können, mache ich, wenn ich meine Haare geföhnt habe, mache ich dann und dann. Nein, es war mein Impuls, ich wollte es machen, ich fand es eine geniale Idee. Ich habe gesagt, jetzt setze ich es um. Und ich setze mir auch noch ein paar Leuchtraketen auf den Kopf und mache jetzt dieses Video. Und es ist mir einfach wichtig und ich finde es lustig und manche finden es doof. Und ich hoffe, ihr habt auch Freude dabei. Ich bin dabei, macht mit. Vielleicht könnt ihr auch kommentieren. Ja, mache ich mit. Ich bin dabei. Und ich freue mich auf euer Foto. Es muss überhaupt kein tolles Foto sein, sondern es muss einfach nur ein Foto von euch sein. Und oben drüber quasi in dem Post, den ihr macht hier in dieser Gruppe, steht dann ich bin. Und dann kommt die Aufzeichnung von all diesen großartigen Facetten, Charaktereigenschaften, Gefühlen, Erlebnissen, die ihr für euch seht. Also, schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.